So, meine Lieben, weiter geht's. Herzlich willkommen zurück zu Last Train Home. Wir sind wieder am Start und versuchen natürlich aus Riast erstmal rauszukommen, um Burminka dann zu infiltrieren. Wir können trotzdem nochmal am Bahnhof gucken, ob wir noch irgendwas machen können, aber offensichtlich ist da nicht so viel mit bei. Vorteilhafte Eigenschaften haben wir auf jeden Fall durch den einen Charakter, aber das war's dann auch. Das heißt, wir lassen Riast hinter uns und gehen direkt nach Burminka. Jetzt verbrauchen wir wenigstens ein bisschen weniger Kohle. Dadurch, dass wir unseren Zug ein bisschen ausgebaut haben, ist das ganz praktisch. Denn wir brauchen ca. 140 Kohle, um bis nach Penza zu kommen. Dem Ende des zweiten Abschnitts. Und das wird nicht einfach. Ich hoffe, dass wir bis dahin auch noch einen Sanitätswagen kriegen. Das wäre ganz, ganz vorsintflutlich. Jetzt erstmal halten wir an und schicken ein paar Leute rüber nach Burminka. So, dafür brauchen wir wieder einen Trupp, aber diesmal keinen so großen Trupp. Den werden wir jetzt erstmal wieder komplett entlassen. Ob ich den jetzt habe oder für wie macht eine Wurst, Trupp auflösen. Wir nehmen einen neuen Trupp und zwar einen, der denn auch plündern kann. Das bedeutet, wir brauchen jemanden, der das hier beherrscht. Einbrecher. Wir können auch gerne zwei Einbrecher mitnehmen. Alfred hat sich ja wieder ein bisschen erholt. Der ist ja wieder glücklich. Und wir nehmen noch jemanden mit, der nichts zu tun hat. Meinetwegen die Camilla. Obwohl, nee, Camilla, dieses Abenteuer lustig, leichtsinnig, das ist nicht so meins, danke. Überlebenskünstler brauchen wir nicht, den brauchen wir vielleicht später im Wald, deswegen lasse ich den erstmal noch bei uns. Gegebenenfalls könnten wir, ja, wir haben nicht mehr so viele mit hoher Ausdauer, ne, das ist ein Problem. Dich will ich auch nicht mitschicken, du bist ein Kräuterkundiger. Auch wenn du vielleicht ganz cool wärst, aber ich nehme mal den fürsorglichen Jan Maracek. Achso, der ist gerade beim Heizen. Ja gut, dann soll er heizen. Du ruhst dich den ganzen Tag aus, du bist freundlich, na denn los. So, auf nach Burminka. Einsetzen, los geht's. Ach siehst du, der eine hat noch ein Level-Up. Dem muss ich noch seine Fähigkeiten geben. Ja. Da denkt man nicht immer sofort dran, ne? Aber das können wir doch parallel machen, oder? Nee, geht nicht. Gut, dann warten wir. Schauen wir mal, was wir in Burminka kriegen, ob wir dort vielleicht auch noch ein bisschen Kohle rausholen. Das wäre ganz vorsintflutlich. Dann kämen wir definitiv nach Penza. Können wir einfach durchfahren. Müssten die anderen Orte nicht besuchen. So, erkunden. Wir könnten schon mal einen zweiten Trupp zusammenstellen, der oben in den Wald geht. Das bedeutet, du, Kamel, gehst mit. Wir schicken dich als Jäger mit, ja, dann kannst du halt nicht fahren, dann muss jemand anders fahren, ist in Ordnung. Wir werden vielleicht noch irgendwo einen Zugführer irgendwo haben, das wäre ganz toll. Du gehst mit, du musst mit. Und Rostislav, der kann noch ein bisschen was tragen, kann er nicht, weil er eingesetzt ist. Gut, dann gehst du halt mit, Camilla. Und Jan Maracek, der hat Hunger, ja, aber der muss heizen. So, bestätigen. Vielleicht dumm, so viele Leute loszujagen, aber ist besser als nichts. Reisekosten 3. Nee, da warte ich noch. Wir haben ja jetzt soweit alles zusammengestellt. Erstattebericht, Major. Wir haben den Ort durchsucht. Das ist aber schön. In der Schmiede haben wir Metall entdeckt. Das ist gut. Und Kohle sogar. 10 Stück. Hervorragend. Das habt ihr super gemacht. Ab nach Hause. Wir haben noch 60 Essen. Alles ist gut. Wir werden noch ein bisschen durchhalten können. So, und der Zug darf wieder weiterfahren. Ja, ich weiß, wir haben keinen Lokomotivführer. Das werden wir jetzt erstmal schnell ändern, sonst habe ich ein Problem. Wer ist denn Lokomotivführer? Du könntest Lokführer werden. Ihr seid alles irgendwie Lokführer. František. Du bist in Trupp 1. André ist tagsüber schon eingeteilt. In Trupp 2 ist Camille. Wir haben nur die 4, ne? Ach, das ist ja doof. Dann bist du jetzt in Trupp 1, ist okay. Du fährst jetzt erstmal, Franti. Fahr los. Und dann hoffe ich, dass wir, wenn wir hier sind, nicht ganz so viel Ausdauer brauchen, um ins Waldgebiet zu gehen. Das wäre sonst doof. Treibstoff ist noch da. Ich freue mich. Ja, es geht ganz schnell zur Neige. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, wir düsen langsam durch die Gegend. Wir sind echt langsam. Ich würde ja gerne schneller fahren, aber ich habe die Befürchtung, dass das nicht so gut geht.
So, anhalten. Da, jetzt kostet es nämlich nur noch 2, sehr gut. Setzen wir euch ein, ihr lauft jetzt rüber. Und dort unten, da können wir andere mit hinschicken. Müssen wir mal gucken, wer kann denn handeln. Also die beiden können auf jeden Fall handeln, das ist gut. Dann könntest du, gewissenhafter Charakter. Ja, du bist gewissenhaft. Komm, geh mit. Einsetzen. So, dann sind wir wieder auf 2 Seiten unterwegs. Alles ist okay. Trupp Nummer 1 ist schon mal da. Und da können wir Handel treiben und Essen holen. Ja, wäre doch eine schöne Sache. Ich meine, wir haben nur normale Nahrung. Die ist jetzt nicht so gut wie die hier. Die würde ja Fitness und sowas alles bringen. Das letzte Mal haben wir Kaviar und so mitgenommen. Aber das Essen ist auch relativ teuer, ne? So, 2-mal das. Wir könnten auch 2-mal noch Gemüsesalat mitnehmen oder Kaffee. Kaffee haben wir noch 6-mal, das ist okay. Wodka brauche ich nicht. Rührei. 2-mal. Und dafür bekommst du... Ich gehe das mal so langsam durch. Wir haben bis zu 16.000, die wir einlagern können. Das ist super. Ja, machen wir 50. 50 Stoffe, dann kriegen wir noch 147 Rubel wieder zurück. Dankeschön. Gut, das hat geklappt. Dann dürft ihr jetzt wieder zurückkommen. Mehr gab es nicht. Schade. Wie sieht es oben im Waldgebiet aus? Kommen die Leute gut voran? Wahrscheinlich. Holz hacken. Erst erstatte Bericht, Major. Wir haben ein paar gute Bäume gefällt. Verantwortungslos. Verdammt. Pavel hat seine Axt verloren und wir mussten danach suchen. Daher konnten wir nicht so viel erledigen, wie wir gehofft hatten. Ach Mann. Aber immerhin, das ist doch schon mal schön. So, Trupp 2. Geht bitte gleich mal zum See. Umleiten. Und Trupp 1 geht bitte nach Viskoje. Wir kommen später nach mit dem Zug, das ist okay. Obwohl, wir können ja zumindest schon mal ein bisschen vorfahren. So, dann brauchen die nicht so lange, um dorthin zu laufen. Trupp 1 nach Viskoje einsetzen. Und erkunden. Trupp 2 ist auch gleich da. Das hilft. Und darf ein bisschen angeln. So, ihr seid fertig. Was habt ihr Schönes rausgeholt? 741 Rubel und 63 Stoffe. Das ist okay, das ist in Ordnung. Ich hoffe, mit dem Holz, das wir haben, dass wir dann dementsprechend das ein oder andere noch mit ausbauen können. Das wäre super. Okay, Trupp 2 angelt noch. Trupp 1 kann schon mal zurückkommen. Und dann bauen wir den Zug noch weiter aus, sodass wir dann noch mehr Gemütlichkeit mit reinbringen können. Das wäre praktisch. Bequemeres Wohnen. Für 150 Stoffe ist okay. Das lasse ich mir auf jeden Fall was kosten. Die anderen sind ja eh noch beschäftigt, also von daher ran an den Speck. Der See war überaus fischreich. Sehr gut. 36 Kräuter bekommen, 17 Essen. Ist in Ordnung, nehme ich gerne mit. Dankeschön. Und damit dürft ihr dann auch wieder zurückkommen.
So, und währenddessen haben wir jetzt hier auch bequemes Wohnen. Sehr gut. Das bedeutet, die Leute sind alle super gut drauf jetzt mittlerweile. Und wir können im Prinzip alles vorne in die Lok stecken, sodass die endlich mal ein bisschen kräftiger wird. Wobei man natürlich auch das eine oder andere vielleicht an Materialien noch sparen sollte, ne? Sammler von toten Ratten, Mäusefänger. Kostet 50. Rattenplage könnte damit ein bisschen verhindert werden. Die Kapazität muss ich nicht weiter ausbauen. Das ist schon in Ordnung. Wir sollten vielleicht auch mehr tun, damit das Ganze ein bisschen robuster wird. Verstärktes Fahrwerk, Haltbarkeit des Waggons wird um 200 Punkte erhöht. Das machen wir später. Kann ich bei euch noch irgendwas machen? Verbesserter Ofen. Erhöht die Innentemperatur um 2 Stufen. Wenn Schalter auf ein, verbraucht 3 Treibstoff. Gegenstand pro 3 Stunden. Also alle 3 Stunden 3 Treibstoff. Ja gut, ein Treibstoff alle 3 Stunden. Da ist der einzige, der normale Ofen schon okay. Ich hätte gerne noch zusätzliche Wohnbereiche, dann könnten wir das noch weiter aufdröseln und neue Leute vielleicht auch mal einladen. Aber ich nehme erstmal den Mäusefänger, dann ist das durch, dann haben wir das hinter uns. Hier raus. Und da wieder rein. Gott. Okay, alle sind wieder zurück. Das Ding ist soweit ausgebaut. So haben wir wenigstens eine Rattenfalle mit drin. Das ist ganz praktisch. Ihr könnt jetzt aufhören zu arbeiten. Und dann gehen wir wieder raus und rollen weiter. Ah, verdammt. Ich habe vergessen, dem Zug zu sagen, dass er losfahren soll. Da haben wir noch ein Waldstück. Ist besser als Holzhacken, ne? Für Holzhacken hätte ich vielleicht auch was anderes gebraucht, aber ist egal, nur ist vorbei. Können wir hier ja mal gucken. Da brauchen wir Holz. Potenzielle Belohnung. Okay. Da gibt es nichts zu essen. Trupp auswählen. Wer ist denn ganz gut dafür? Ihr alle. Auch wenn es dir nicht so gut geht, du willst eigentlich schlafen. Stabilisieren. Gefährlicher Geist. Landmine. So, bitteschön. Ihr geht trotzdem runter. Und wir halten den Zug kurz an für euch, damit wir warten können. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen was kriegen da unten. So ist gut. Diesmal war nichts zu holen für Maximilian. Der Rest hat ein bisschen was rausgeholt. 132 Kräuter, 25 Nahrung ist okay. Wir sind bei 84 Nahrung. Also Nahrung ist definitiv genug da. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Lager der Roten Armee. Das könnte ein großes Problem geben. Und wir sind bald in Penza. Es ist nicht mehr weit. Vielleicht können wir in Morschansk dann auch ein bisschen Treibstoff noch ranholen, sodass wir den letzten Schritt auch noch wagen können. Das wäre ganz, ganz toll und vorsintflutlich. Kommt mal zurück. Wir fahren noch nicht weiter. Ich traue mich nicht. Die ganzen Kräuter sind wirklich praktisch. Aber die Frage ist, was können wir damit machen? So, oh, halt. Wie geht's euch? Dir geht's gar nicht mehr gut. Du möchtest im Prinzip jetzt einfach nur rumsitzen. Da ist ein Händler in Schatzk. Aber handeln können wir auch später in Morschansk hoffentlich. Das bedeutet, wir werden nur das Waldgebiet anlaufen und das Lager der Roten Armee infiltrieren. Denn wir brauchen Holz und wir brauchen das. Und wenn wir Holz haben, können wir wenigstens noch irgendwas ausbauen. Wir haben nur kein Metall mehr. Das ist ein großes Problem. So, der Zug hält mal bitte an. Empfohlene Truppengröße 8. Ja. Nachdem es allen nicht so gut geht, weiß ich nicht, ob ich das machen sollte. Aber es gibt ja noch andere, die hier kämpfen können.
Von daher wäre das vielleicht möglich. So. Hier geht auch raus. Die Trupps sind jetzt erstmal raus. Neuen Trupp erstellen. Und dann gucken wir mal. Wir haben einen Schützen, einen Grenadier, eine Ärztin. Könnten einen Kundschafter gebrauchen. Nehmen dann gerne noch zwei Gewehrschützen mit. Einen weiteren Arzt, damit wir die Leute auch wirklich heilen können. Und jemanden, der die ganze Zeit vor sich hinballern kann. Also entweder Antonin oder Jan. Ich glaube, wir bleiben bei Jan. Der ist beim Heizen eingeteilt. Denn Alois ist okay. So, dann haben wir nämlich auch einen MG-Schützen. Wir sind jetzt 3, 6, 7, 8. Genau 8, das reicht im Prinzip. Und am liebsten möchte ich jetzt speichern, bevor ich da reingehe. Es ist auf jeden Fall schwer. Wir bekommen EP-Belohnungen, Treibstoff, Metall und Stoff, wenn wir es denn schaffen. Wir können aber auch genauso gut das Ganze sein lassen und einfach abhauen. Ich weiß es nicht. Stellen schon mal einen neuen Trupp zusammen. Der oben reingeht. Du hast nichts zu tun, du kannst oben reingehen. Was ist das? Fehlende Ausrüstung im Zuginventar für diese Kampfrolle. Ja, du sollst ja nicht kämpfen, du sollst ja im Prinzip nur die Axt schwingen, Kamel. Jan, dass die alle beschäftigt sind, ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, aber da müssen wir durch. Drei Leute. Ja, ist egal. Kamel, du kannst auch mit, ist in Ordnung. Du hast zwar keine Landminen, aber das ist okay. Damit können wir leben. Und dann werdet ihr ins Waldgebiet auswandern. Viel Spaß. So, und wir gehen ins Lager der Roten Armee. Kann man irgendwie speichern und sagen, hey, vielleicht geht's schief. Ich will das dann nochmal von vorne machen. Speichern und zurück zum Menü. Zeit seit der letzten Speicherung 8 Minuten. Ich habe nämlich Angst. Ich habe sehr viel Angst. Ich kann sowas nicht, Leute. Das könnt ihr mir nicht zumuten. Einen Enzyklopädie-Eintrag gelesen. Ach so. Ja, habe ich getan. Aber den Sanitätswagen, den haben wir noch nicht. Eigenschaften, Waffen, Wissen. Wir warten mal, bis die gespeichert haben. Die werden ja hoffentlich speichern, wenn wir oben im Waldgebiet waren. Ah, 100 Holz, das ist super. Dankeschön, dann dürft ihr jetzt zurückkommen. Und wir haben tatsächlich Leute, die im Rang aufgestiegen sind. Super. Sehr schön, willkommen zurück. Jetzt könnt ihr euch in Ruhe ausruhen und die vom Trupp 1, ja, die müssen jetzt langsam los. Wir probieren es. Wenn es nicht funktioniert, hauen wir einfach ab. Dann lassen wir es. Trupp auswählen, Trupp Nummer 1 einsetzen, los geht's. Wünscht uns Glück. Das kostet 10 Ausdauer. Während deine Soldaten tief in den Wald vordringen, versuchen sie ungesehen zu bleiben. Schon bald hört ihr Rufe und Schüsse aus der Ferne. Der Wind trägt den Essensgeruch der Feldküche herbei. Kein Zweifel, ihr habt das Ausbildungslager der Roten entdeckt. Vom nahen Hügel aus schätzt ihr die Lage ein. Das Ausbildungslager der Roten wird von einigen zentralen Positionen aus verteidigt. Ihr seht, dass sie über einen großen Munitionsvorrat verfügen. Vorräte werden per Lastwagen geliefert.
Wenn ihr diese Ziele zerstört und den befehlshabenden Offizier ausschaltet, sollte das die Ausbildung neuer Rekruten für eine Weile verhindern. Der Rauch am Horizont deutet allerdings darauf hin, dass dies nicht das einzige Lager in der Gegend ist. Offenbar haben die Roten Verstärkung in der Nähe. Jetzt ist eure letzte Chance, um umzukehren. Anscheinend ist der Großteil der Roten Garnison nicht hier. Wahrscheinlich führen sie wieder nichts Gutes im Schilde. Wir haben Glück, sie haben nur ein paar Wachen zurückgelassen. Ob aus Selbstüberschätzung oder Unfähigkeit, ich weiß es nicht. Eine gute Gelegenheit für uns, ihr Lager zu überfallen. Vorräte, Geld, Waffen. Wir sollten alles nehmen, was wir kriegen können, und den Rest zerstören. Suchen Sie vor allem nach Dokumenten. In unserer Zwangslage könnten präzise Informationen wertvoller als Gold sein. Aber Vorsicht! Diese Hügel sind perfekt für Maschinengewehrnester geeignet. Wir sollten solche Stellungen besser sichern. Und uns damit beeilen. Keiner weiß, wie lange die Roten noch unterwegs sind. Oh Gott. Beschaffe Dokumente mit geheimen Informationen des Feindes. Hügel eingenommen 0 von 2, Lastwagen zerstört 0 von 4. Feind gesichtet. Was? Feind gesichtet? Oh ja. Und das soll gut gehen? Gehe in Deckung. Ich sehe es mir an. Feindkontakt. Ja. Wie kriegen wir die tot, ohne dass uns was passiert? Also im Prinzip müssen wir auf den da. Die anderen beschützen den Rest. Das bedeutet, ich brauche jemanden, der jetzt schnell wendig ist. Und mal kurz taktische Ansicht. Ich muss mal kurz gucken, wer hier gut ist. Ich höre. Es ist schön, dass du hörst. Du bist auch leise. In Bewegung. Ja, in Bewegung. Geh in Deckung. Erwarte, genau, du gehst in Deckung. Er wird es nicht kommen sehen. Wo ist er hin? Geht klar. Du bleibst mal bitte da stehen. Schon unterwegs. Ich habe gerade ein bisschen Bammel. Ich höre. Jawohl. Ich sehe es mir an. Okay, jetzt sehe ich es besser. Eins nach dem anderen. Wir wollen auf jeden Fall an alles ran. Treibstoff, Metall, Nahrung. Das können wir aber nur, wenn wir die nach und nach hier ausmustern. Das werden wir schon hinkriegen. Es dauert lange. Da müssen wir jetzt durch. Aber es geht nicht anders. Er scheint offensichtlich nur hoch und wieder runter zu laufen. Das heißt, sobald der sich umdreht, kriegen wir ihn. Ich habe ja gedacht, der würde tatsächlich anders hingehen, aber ist okay. Solange die nur ein paar Wachen zurückgelassen haben, soll es mir recht sein. Verdammt, warum kann der so weit gucken? Jawohl. Kann er doch gar nicht. Okay, wenn er sich umdreht, dann holen wir ihn. In Bewegung. Verstanden. Komm, dreh dich um. Das ist besser, ja. Jetzt. Schnell. Komm, schneller. Schon unterwegs. Gut gemacht. Jawohl. Treibstoff gehört schon mal uns. Juhu. Geht klar. Das ist schon viel wert. Okay, und wenn der sich umdreht, holen wir ihn. Ja, es ist ganz praktisch, wenn man den einen oder anderen dabei hat, der vielleicht solche Fähigkeiten besitzt. Um den kümmere ich mich. Ja, mach. Ah,
Schon unterwegs. Okay, zwei Leute weg. Nur noch einer übrig. Und bisher noch jede Menge Munition gespart. Den kümmere ich mich. Verstanden. Gut gemacht. Verstanden. Oh mein Gott, du bist super. Oh, hier ist ja noch mehr. Das ist besser, ja. In Bewegung. Aber ich sehe hier keine Leute mehr. Nee. Gut. Geht klar. Okay. Wieder hoch. Jawohl. Immerhin, ein paar Materialien haben wir schon mal. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bereit. Ganz genau. Ich kam, ich sah, ich abonnierte den Kanal und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht.